Folge 2 mit Tribe Primitive Builder. Willkommen zurück, liebe Leute. Und wir rennen sofort los. Und obwohl, nee, wir gehen erstmal schlafen. Wir gehen erstmal schlafen und finden dann am nächsten Morgen den Weg zum Ältesten. Mach mal ruhig 7. So. Wir sollten noch Essen da haben. So. Ah. Der Regen gehört der Vergangenheit an. Okay. So, dann gucken wir mal, dass wir hier zwischendurch immer ein bisschen was sammeln. Ihr rennt. Und was er uns jetzt zu sagen hat, denn wir haben die Kochhütte aufgestellt. Wir haben sie ausgestattet, wobei das Messer noch fehlt. Aber das sollte kein Problem darstellen. Ältester, Ältester. Jeden Fall alles Zeug, was wir noch brauchen. Wenn wir hier weiter bauen wollen, können wir das auf dem Weg schon mal einsammeln. Guten Tag. Welle, konatusa, Missa Axile. Ich habe mich um das Essen gekümmert. Quenya, nasakuna hana tribe, konadita, usa, kanahanina, kulela, pondaka hida, dosadia, bada, sanika huinda, dasata tribe, buhoika, bunda, kanadisa do windue. Unka masa kona walaxile, asa takona tribe guhuela kona hona kaharika koina yulahana. Das nimmt schon viel von meiner Zeit in Anspruch. Das kostet mich schon eine Menge Zeit und der Feuerwehr... Eindede, misa kona hana tuela, hona tika funda kaharika. Chusa kana hono inda vuela, staranga, unoda bulike. Woher wissen die Spediteure das? Tusa mongaku givanna gadakina ianoka asiaga takahina huena dastoreka dasa konagu shugonga honahita hueta. Ich muss also keinen Fisch mehr zum Koch bringen? Ausa longa asata furisanamoa hasana ki asana hana dohora nina. Dosa dana, dosa disamona hana tulle, kona sina disamastorita karasas kisak prakasik kona nita. Tusa nangaku kamanga storeka kona fuela, ifa kona kohinga karaka katahuina stueka todonda veleha muana. Ich danke Ihnen für das Geschenk Ihrer Weisheit. So, jetzt kommt die Erklärung, die ich brauche. Um Hütten miteinander zu verbinden, weisen Sie dem Lager im Stammespanel zu. Je mehr Träger sich im Lager befinden, desto mehr Hütten können mit ihm verbunden werden. Drücke T, um das Stammespanel zu öffnen. Weisen Sie auf der Registerkarte Produktion Hütten der Lagerung zu. Jedem Träger können Sie 3 Hütten zuweisen. Okay, wie komme ich aber an einen Träger? Hier. Fischerhütte, Dorflagerung, Kochhütte, Dorflagerung. Lager, Dorflagerung. Transportunternehmen. Marktplatz, keine. Lebensmittelration, tägliches. Gespeicherte 3.
Da fehlt ein Messer. Jetzt muss ich schon wieder den Ältesten finden. Sag mal, keine Ahnung. Ich habe das richtige Transportunternehmen für... Isa kona handu konika kona axile sonan huluesuela. Ich bin dabei. Okay. Also wir stellen jetzt erstmal ein Messer her, würde ich sagen. Denn das braucht die Kochhütte. Und dann können wir immer noch mit dem Scout sprechen. Wobei, steht er jetzt direkt hier vorne? Ja, gut. Warte mal, hallo. Hallo, Fasamata. Misa hokana kototusa tokobanga. Guela misa konoka nata kanada. Buesa tonosa anna holakana. Momentaka asanda tukuna tatamauta kanahada raka. Fanahana afuela hana huona hapatakana tokuela la. Wisa noganda guaidahona wanda. So, jetzt aber. Also, jetzt haben wir einen weiteren Vertriebenen quasi, der hier gestrandet ist, genauso wie ich es ja auch war und immer noch bin. Und den können wir jetzt für uns quasi gewinnen, dass der in unser Dorf kommt und da dann eben arbeitet. Aber jetzt will ich erstmal das Messer herstellen, das Messer der Kochhütte geben und eine Schlafhütte, ne? Denn wenn da jetzt einer dazu kommt, braucht er natürlich einen Schlafplatz. Zeig mal her, wir haben ein Messer, aber wir wollen natürlich ein weiteres herstellen. Hier. Zwei Steine. Easy. Wo wir schon mal dabei sind, können wir schon mal so ein Ding nochmal bauen. Und auch Weihrauch sollten wir herstellen aus Kräutern und gelbem Gras. Okay. So, da haben wir das Messer, das hätten wir. Dorflagerung, Produktion umstellen. So, hier ist auch schon jemand am Arbeiten. Auch noch ein Speer, ist nämlich fast durch. Also da haben wir es gehört. Ich muss nicht dafür sorgen, dass das Essen ins Lager gebracht wird. Ich muss auch kein Essen irgendwo hinbringen. Ich versorge die Leute mit Essen und mit Werkzeug. Und das sorgt dafür, dass der Fischer Fische fängt, die ins Lager bringt. Die Kochhütte holt sich das Fisch, den Fisch aus dem Lager und verarbeitet das so. Und das landet dann wieder im Lager. Wenn mich nicht alles täuscht. Die sind hier auf jeden Fall fleißig am Machen. Iss oder bring es in die Lagerhülle des Dings. Oder? So habe ich das verstanden, wie er das gerade erklärt hat. Nee, findet hier aber statt. Hier haben wir 14 mal Fisch und das wird verarbeitet zur Essensration und das geht ebenfalls ins Dorflager. Hier bin ich jetzt nicht sicher, was das zu bedeuten hat hier. Ach, das ist einfach nur, hier kann ich mein Essen noch machen. Ja, verstehe. Okay.
So, dann schau. Was ist das denn für ein Fernrohrsymbol? Ach, das ist der Scout und da hinten ist direkt die Mission, okay. Würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Okay, so langsam kommt hier so ein bisschen Schwung rein, so langsam macht alles Sinn. Hilft natürlich, dass ich schon jetzt zwei Arbeiter habe, die sich hier um alles kümmern. Dafür brauche ich Weihrauch und 5 Talismane. Dann bekomme ich die Sammlerhütte und die Schamanenhütte. Talisman aus Knochen, das ist dann nochmal was anderes. Hier können wir nochmal schauen. Hier haben wir die Arbeit... Ach, warte mal, ich brauche das Schlafdings. Nee, das machen wir erst. Nee, der kann da ruhig gefesselt erstmal sein. Wir bauen jetzt erstmal eine Schlafhütte. Denn ich vermute, dem muss ich dann eine zuweisen. Und falls nicht, dann haben wir wenigstens eine. Die Zeit nehmen wir uns. Mal her hier. Privat, die Werkstatt, Schlafhütte. Dafür brauche ich ein paar Ranken, aber das sollte kein Problem darstellen. Die holen wir uns. Wir werden sowieso noch Zeugs dafür brauchen, aber die Ranken sollten wir recht schnell bekommen, weil hier unten gleich die erste Höhle ist. Okay, hier sind einige. Hierfür wäre die Spitzhacke, okay. Die habe ich noch gar nicht. Ich jetzt erstmal um die Ranken gekümmert. Was hat es hiermit auf sich? Nichts. Wie viel haben wir denn? 30. So. Erhöht die maximale Anzahl der Stammesangehörigen um 3 sogar. Können wir ja mal direkt daneben stellen. Der Weg ist dann noch frei. Ja, Bambus wird nicht reichen. Also gehen wir los und holen Bambus. Okay, soweit so gut. Also 3 weitere kann ich dann aufnehmen. Oder drüben Bambus. Ja.
Na, 17, so um die 20 werden es dann sein. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir nehmen mal mit, was da ist. Kann auch nicht schaden. Für die Weihrauchherstellung. So. Jetzt wird es auch gleich schon wieder dunkel. Die Tage könnten ruhig ein bisschen länger sein für meinen Geschmack. Sehr schön. Könnte ich mich auch hinlegen? Okay, gut zu wissen. Super. So, die Hütte steht. Jetzt holen wir den Typen, oder? Warte mal, ich schau mal noch mal kurz, ob hier das mit dem Speer jetzt schon abgelaufen ist. So gut wie. Ah, ich kann die stacken. Ja, perfekt. Okay. Dann gucken wir mal, was das für einer ist und was der kann. Und welche Aufgabe ich ihm gebe. Ich sollte dann zum Altar alles dafür besorgen, um die Götter zu besänftigen, wie es so schön hieß. Und dann können wir hoffentlich irgendwie eine Sammlerhütte oder sowas, damit der Kräuter sammelt und was nicht noch alles so da ist. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ich vermute, ich muss dann regelmäßig zum Scout. Der wird mir ja auch permanent angezeigt, damit der mich in die richtige Richtung weist. Und ein Hase. Der ist nicht unten, ne? Nee. Bleib ruhig, ich mache das. Nicht umsonst. Du hast vielleicht eine Chance bei unserem Stamm, aber nur, wenn du bereit bist, hart zu arbeiten. Finde unseren Ältesten in der Höhle beim Dorf. Cool. Er hat sogar schon Holz dabei. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, hier oben war noch so eine alte Hütte. Sehr praktisch.
Und da hinten ebenfalls. Ja, plötzlich haben wir einen, der da gestrandet ist, so wie wir. Und wir sagen das Gleiche, was uns gesagt worden ist. Das wird in diesem Leben nichts mehr mit dem Speerwurf. Was haben wir hier? Eine alte Kochhütte. Tontotem. Jede Werkstatt braucht ein Totem, um zu arbeiten. Das Tontotem ermöglicht 50% zusätzliche Produktion. Sofort. Vielen Dank. So, wir müssen zum Scout und das machen wir auch. So, wir haben 5 Bewohner quasi. Und Platz für 7, das sehen wir oben rechts. Ich glaube, das daneben bedeutet, einer davon schläft gerade, kann das sein? Bin ich sicher, ich muss mal schauen, wie sich das ändert. Er ist jetzt einer von uns. Gehen wir nochmal zum Ältesten. Warte mal, wo wir schon mal hier sind. Nehmen wir schon mal ein bisschen Bambus mit. Das werden wir so oder so brauchen. Bisher habe ich keine Probleme festgestellt mit der Inventargröße oder irgendwas. Wir haben noch jede Menge Platz und wir haben auch schon Krempel dabei, den wir eigentlich lagern könnten. Trotzdem komme ich da bisher an keine Grenze, was sehr gut ist. Messa, kuno kuno villa, disa honda, disa kona hana buraka, gosa, disa buna hua, buda hana hia. Das quellas, kona hana hika, tribe amuasana, quella, masa huna hoda fueda. Una hanina siles ndanga koto suola hueta wakona huna datahido kolela itike tuela kona tribe bigana huna sino kona rota kotusa poka vutu walanga dasakwila huela guelas tana huna mbuola dagina hana hueta. Wisa naku wana axiles tukondo ahila tulaka kuna hangu squata. Sprich mit dem Scout, um neue Verbande zu finden, die sich deinem Stamm anschließen können. Er sollte einen Punkt auf deiner Karte markieren.
Genau, wir führen erstmal das Ritual durch. Erstmal gehen wir schlafen, würde ich sagen, solange es noch so ein bisschen Nacht ist. Dann machen wir das Ritual. Dann bauen wir die Sammlerhütte, wie ich schon vermutet hatte. Und dann schauen wir, dass wir noch einen dazu holen. Aber soweit, so gut. So, wir schauen mal eben rein. Altar. Geschicklichkeit, ist das richtig? Ritualgabe des Könnens. Gabe der geschicklich, ich vermute mal, das ist das. 5-mal Weihrauch, also 4-mal Weihrauch noch und 5 Talismane, okay. Denn das ist das nächste in der Reihe und deshalb gehe ich davon aus, dass das das Richtige ist. Sehr gut, haben alles da, was wir brauchen. Gehen dann zum Altar, upgraden, kriegen die Sammlerhütte. Bauen die, gehen zum Scout, der sagt uns, wo noch einer rumlungert. Den holen wir zu uns, vorher muss ich noch eine Schlafhütte bauen. Wobei ich eigentlich davon ausging... Ruh dich aus, mein Freund, ist schon okay. Eigentlich davon ausging, dass da mehrere Leute... drin schlafen können... Ja, das mit dem Schlafen, da muss ich besser schauen. Ich denke aber im späteren Verlauf des Spiels muss ich nicht mehr so häufig gehen zu dem, sprich mit dem, dann mit dem. Und das ist ja alles irgendwie noch Tutorial. Deshalb ist das jetzt gerade so ein bisschen, na gut, mache ich das noch schnell und dann wird es schon dunkel und so weiter. Aber später habe ich da jetzt hoffentlich den besseren Blick für. Yes. Da geht's nicht hoch, hier. Sehr gut, das hätten wir freigeschaltet. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir dafür benötigen. Aber das Gute ist, wir können ja... Warte mal, ist das die Sammlerhütte? Schaman-Sammlerhütte hier. Gründungskosten, das ist nur das hier. Ach, schaut mal da unten, das sehe ich jetzt erst. Nähe zu den Ressourcen. Göttlicher Sand. Große Blätter, ich denke mal fast, das ist nicht verkehrt,
Pilze haben wir hier gar nicht. Vielleicht hier hinter? Oder Ranken haben wir, große Blätter haben wir, gelbes Gras, Kräuter, Blaustein. Das ist so cool gemacht. Oh, die brauchen auch ein Messer. Das baue ich lieber mal. Warte mal, ich will mal schauen. Also, die brauchen was zu essen natürlich. Und Messer, die lagern das ebenfalls da. Blaustein, warte mal. Okay, wo kam das Essen jetzt her? Das kommt jetzt aus dem Lager, oder nicht? Bei Produktion umstellen kann ich sagen, was ich haben möchte. Die Steine sind gerade nicht so wichtig. Ich glaube, das hier ist sehr viel relevanter. Genau, untätige Stammesangehörige, das ist das oben bei der Schlafwolke. Da haben wir jetzt null. Dann würde ich allerdings sagen, brauchen wir noch eine Schlafhütte, oder nicht? Brauchen einmal Bambus, nur um den Bauplan aufzustellen quasi. Wir schauen mal hier in meinem Lager. Haben wir nicht mehr, aber wir können hier auf jeden Fall ein bisschen was rüberhauen. Die Knochen und so, das haben wir bisher nicht gebraucht. Gelbes Gras, die Kräuter können rüber. Okay. Dann schaue ich mal, dass ich mir selbst ein bisschen noch was zu essen mache. Und in der Zwischenzeit kann ich ja mal hier schauen, ob hier alles klar geht. Genau, die werden alle versorgt durch das Zeugs im Lager. Das scheint doch ganz gut zu laufen. Genau, die Feuerstelle ist dafür da, um mir selbst Essen zu machen. Oder das, was ich denen hier reinlege. Ja, die Kette scheint zu funktionieren. Kann ich das hier sortieren eigentlich? Nur so. Dann gehen wir nochmal zum Scout und schauen, was er für uns hat. Der scheint hier direkt hier vorne zu sein. Und dann erhöhen wir die Bevölkerung wie verlangt auf 8. Nö, der ist doch weiter weg. Na doch, direkt hier vorne.
Da tusa nangada nuela recuetas. Misa maca con la placa de Samapa, wahana da misa do bonana. Sandland. Komme ich so nicht runter? Dann bin ich natürlich gespannt, was es mit dieser Sammlerhütte auf sich hat. Denn wenn ich sage, okay, die sollen große Blätter sammeln und das lagert im Lager, ob ich dann jedes Mal zum Bauen einer Sache ins Lager muss, um das zu holen, oder ob das automatisch für mich dann aus dem Lager quasi geholt wird, sobald ich etwas baue. Das wäre natürlich sehr angenehm, weil das Lager ist doch ein Stückchen weg. Jedes Mal dahin rennen, um ein bisschen Ressourcen zu holen, müssen wir mal schauen. Ich hätte ganz gerne eigentlich ein eigenes Lager direkt bei mir. Oder aber es ist in der Sammlerhütte. Das wäre natürlich... Ach doch, warte mal. Jetzt, ich glaube, die Sammlerhütte ist das Lager, ne? Das sind sogar zwei. Drei. So, jetzt ist natürlich die... Hier haben wir jetzt nochmal zwei. Die Stelle ist weiterhin markiert. Ich will das nicht zu schnell machen, weil sonst komme ich vielleicht nicht hinterher. Mir fehlt so schon eine Schlafhütte. Ich brauche aber ein bisschen Bambus. Wo ist denn meine Hütte? Da hinten. Oh, hier ist direkt Bambus. Perfekt. Zack. Alles meins. Wie viel haben wir? Das ist schon knapp. Die brauchen schon viel, die Hütten, ne? So ist nicht. Ich schätze so 20 pro Haus. Wir schauen mal ein bisschen genauer hin. So, dann bauen wir dem nämlich noch eine Schlafhütte. Warte mal, einer ist unbeschäftigt. Denn wir können nur 7 aufnehmen. So, da haben wir die Sammlerhütte. Hier haben wir... Aber hier sind mehrere drin. Warte mal. Schlafhütte, kann noch eine daneben.
Profi. Ah, wir brauchen mehr Holz. Aber da können wir ja mal eben schauen, ob ich hier noch Holz habe. Nopey McNope. Ja, da... Weil schaut mal hier, wir haben hier 3 Betten. Deshalb ging ich davon aus, dass da 3 reinpassen. Ach so, wir haben ja auch schon welche da. Ja, richtig. Ja, ja. Nee, passt. Ah, super. Okay. Hier ist jetzt das grobe Messer drin. Wieso ist hier nicht mehr drin? Weil ich... Warte mal, warte mal. Der schläft. Okay, das muss ich erstmal noch checken. Da blicke ich noch nicht so ganz durch, wieso das jetzt nicht da drin gelagert ist. Was ist denn eigentlich der Vorteil hier vom Bäume fällen? Holzfäller. Verringert die Ermüdung beim Einsatz der Axt, erhöht die Chance auf mehr Ressourcen. Mhm. Sehr schön. Ja, also wie wir sehen können, das wächst super schnell nach. Also da muss ich mir gar keinen Kopf machen, dass mir hier die Ressourcen ausgehen. Auch hier, das ist ständig sofort wieder zugewuchert. Aber finde ich gut. So, gelbes Gras. Da haben wir hier jetzt viel von. Das ist aber jetzt auch eher die Ausnahme. Alles andere ist da nicht so. Indirekt. Oh, ich muss unbedingt schlafen. Warte mal, ich schlafe lieber jetzt ein bisschen. Da muss ich unbedingt den richtigen Mittelweg finden. Einfach den ganzen Tag verpennt. So. Du bist dehydriert. Ah, das macht nichts. Trinke frisches Wasser. Okay. Gib mal her. Iss mal einen Schluck. So. Dann gehen wir eben an den Fluss und füllen sowohl die Flaschen als auch mich selbst auf. Ach nee, warte mal. Die Flaschen verschwinden, sobald sie ausgetrunken sind. Okay. Verstehe. So, jetzt können wir 10 insgesamt aufnehmen. Wir haben allerdings 6, 7 insgesamt. Muss ich mal kurz schauen. Stamm. Oh, warte mal, brauchen die alle Werkzeuge gerade? Kann das sein? Mhm.
Also irgendwas checke ich hier noch nicht ganz. Wir waren doch schon 7, oder nicht? Und die Mission ist Erhöhung der Bevölkerung auf 8. Da steht jetzt 6. 6 von 10 Schlafplätzen sind belegt quasi. Muss ich jetzt doch nochmal die anderen beiden Vögel da holen? Weil ich habe nicht den Eindruck, dass der Typ, den ich da vom Lagerfeuer geholt habe, zum Ältesten geschickt habe, dass der jetzt dazugezählt worden ist. Aber vielleicht habe ich das einfach nicht richtig gesehen. Aber ich will das jetzt verstehen. Oh, er fischt hier. Sehr cool. Jetzt nicht mehr. Okay. Dann machen wir das nämlich. Dann holen wir die Jungs noch dazu. Platz haben wir allemal. Arbeit gibt es eigentlich auch. Und wenn wir den nächsten Schritt beim Altar machen, wird es ja wieder was Neues geben. Und dann bin ich mal wirklich gespannt, ob ich sowas wie einen Bogen bekomme vielleicht. Oh, hier waren wir schon. Das ist der einzige. Jetzt haben wir 7. Ne, dann passt es. Okay, dann habe ich es falsch gesehen. Jetzt haben wir es. Als nächstes sollen wir den Ältesten finden und das machen wir auch. Allerdings in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit Tribe Primitive Builder. Bis dahin. Ciao.